Guten Morgen an die aufgehende Sonne. Und ich hoffe, ihr könnt mich hören, trotz dem starken Klang des Meeres. Ich musste mich heute Morgen mit meiner Pilgerseele verbinden, Pilgerin zwischen den Welten, anteilnehmend am Schicksal all derer, die im Moment keinen Grund haben, ein neues Jahr zu feiern. Und die Trauer zu erlauben, immer noch dieses Ich bin noch nicht im Frieden zu erlauben und gleichzeitig mich auszurichten auf die große Macht der Gegenwart des Friedens, die parallel abrufbar da ist. Ja, und so möchte ich euch sagen, ich habe die letzten Tage auch mich mit der Frage befasst, ob wir den Ring der Kraft weitermachen. Ich frage immer wieder, wem dient es, wofür machen wir es? Und es kam ein klares Ja. Ich habe eine Reise in die Zukunft vollzogen. Ich bin quasi in das Ende des Jahres 2024 gegangen, in dem ich mich mit der ewigen Schwingung verbunden habe und konnte von dort rückwärts schauen auf das Jahr 2024. Und kann sagen, ja, der Ring der Kraft ist ein Kraftnetzwerk und ich konnte wie so ein Spinnennetz über die Erde, ein Spinnennetz gelegt sehen, mit vielen kleinen Tautropfen, die alle in einer anderen Farbe geleuchtet haben. Und es war so ein Netzwerk, was jenseits von politischen Weltanschauungen, jenseits von Parteizugehörigkeit, jenseits von Nationen, eine große Vision hält, die Vision dezentraler, autonomer Friedensgemeinschaften. Ja, und so kann ich sehen, dass alte Glaubenssysteme im letzten Jahr kräftig zusammengebrochen sind. Wir können erkennen, dass wir auf dem alten Wege keinen globalen Frieden erzeugen werden. Und trotzdem, ich konnte jetzt nicht sehen, dass Ende 2024 der globale Friede erreicht wurde. Aber ich konnte sehr klar sehen, dass sich ein neues Magnetfeld bildet, wo Menschen sich mit dieser neuen Bewusstseinskraft, mit dieser neuen Frequenz einer globalen Friedensmacht so verbinden, dass sie die Glaubensbrücke nach oben springen. Selbst wenn wir vielleicht selber in diesem Leben nicht mehr Zeuge werden von dieser gesellschaftlichen Friedensmacht, so war es doch spürbar, dass eine ganz andere Parteinahme, Freudekraft, Engagement entstanden ist. Und in diesem Sinne widme ich den Ring der Kraft weiterhin dieser Forschung. Im Herzen halten das Bild autonomer Friedenssysteme, die in Kooperation mit der Lebendigkeit des Lebens stehen. Ich habe für diese Woche die Karte gezogen, der Klangmeister. Es hat mich auch bewogen, hier an dieses, an den Ozean zu gehen. Ich zeige euch mal die kräftige Bildfrequenz hier. Stellt euch vor, wir wären in der Lage, die Frequenz der Erde zu hören, die Klänge zu hören, die unsere Organe bilden, die Klänge, die unseren Körper zusammenhalten als einen Tempel, der aus Bewusstsein gebaut ist. Ja, und diese Bewusstseinsmacht, diesen Wechsel in der Bewusstseinsfrequenz, diesen Wechsel in eine Dimension, wo Friede in uns so mächtig leuchtet, dass wir in der Lage sind, auch Friede zu bewirken in unserer Umwelt. Das ist das Abenteuer. Dieses Abenteuer, damit gehen wir jetzt in das Jahr 2024. Für mich sind die Rauhnächte erst am 6. Januar abgeschlossen, so lange horche ich hinein in die Frage, was will sein, was will entstehen und wo ist mein Commitment. In diesem Zusammenhang wünsche ich euch und uns allen eine gesegnete Woche. Ich selber werde jeden Tag nutzen, um mich bewusst mit der Frequenz des Klanges zu verbinden. Am Anfang war der Klang. Aus dem Klang kommt das Wort, aus dem Klang kommt die Vision. Und wir wissen, dass die Erde von einer Kralle eines zerstörerischen Klanges umgeben ist. Dahinter aber klingt die Symphonie des Lebens und der Liebe. Und
mit dieser Symphonie wollen wir uns lernen, so zu verbinden, dass die Vollmacht des Friedens aus unserem Herzen leuchtet und in der Welt wirkt. Ich wünsche euch und uns ein gesegnetes Jahr 2024 und wir melden uns wieder mit einer präziseren Vision in der kommenden Woche. Ja, es ist